Die Tagesschau titelt: Wie Liebe unser Gehirn auf den Kopf stellt. Erkenntnisse aus Australien. I see what you did there. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freedom Unite Ultra Hardcore, wo wir ultra hart einfach mal wieder nicht sterben dürfen. Wie leicht oder schwer das wird, werden wir sehen. Denn heute kommen die ersten etwas größeren Monster. Also etwas größer, sowas wie ein Velocitrom, ein Velociprey und Kokage. Also jetzt noch hoffentlich kein Jan Kutku, außer ich fühle mich etwas selbstmörderig, was lange nicht mehr der Fall gewesen ist. Deswegen hoffe ich mal, dass das hier alles ganz gut funktioniert. Wir haben uns jetzt wirklich die letzten Parts lange drauf vorbereitet, hier ordentlich reinzuballern. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass auch alles sinnvoll funktioniert. Ich würde jetzt mal die ganzen Samen soweit auch nicht mit benutzen. Die Frage ist eigentlich, wir haben als Hauptziel für unsere Rüstung momentan wieder mal die Kampfpanzerung zu nehmen. Beziehungsweise, ich glaube, beim Kopf haben wir überlegt, vielleicht den Schutzpiercing zu nehmen, je nachdem, wie viele Punkte wir überall anders so haben. Das ist das Hauptziel. Dafür brauchen wir aber noch Kelbi heute und Befango heute. Wir müssen also ganz, ganz viele Leute häuten, deswegen habe ich heute Jack the Ripper mit eingeladen, der hier die geilen Rhymes wegrippen wird. Und zwar die Jack Rhymes. Fuck, wie ist der Hauptdarsteller von Walking Dead? Rim Crimes? Kevin Crimes? Fuck, ich weiß nicht mehr. Egal, dann wird der Witz nichts. Das ist auch in Ordnung. Man kann auch einfach mal einen Witz verhauen. Man muss auch ganz viele Witze verhauen, bis ein richtig guter mit dabei ist. So zum Beispiel der Witz am Anfang. Ja, die Bewegung der Jinju Force war dabei wichtig und hat ganz, ganz definitiv mit dazu gehört. Ansonsten hätte das nicht funktioniert, ihr hättet nicht gewusst, was ich gemeint hätte. Schön, dass wir uns da einig sind. Also, heute ist für mich, ist für euch wahrscheinlich schon eine Weile her, Valentinstag. Da habt ihr so ein bisschen im Kopf, wie lange ich im Voraus aufnehme. Wie im letzten Part gesagt, ich habe extra Urlaub genommen, um A, zu chillen und B, um ein bisschen aufzunehmen, was man halt so machen muss. Ey, komm, ganz ehrlich, wenn Käse und Fleischreste nicht gut schmecken, dann weiß ich aber auch nicht. Dann weiß ich's wohl auch nicht, I guess. Schade. Okay, so. Wie gesagt, wir wollen heute rein theoretisch einfach mal ein bisschen ein normales Monster machen. Weiterhin gilt, wenn wir sterben, sind wir tot. Sozusagen wie in der Realität. Ich versuche mal mit etwas lauterer Musik zu spielen, damit ihr auch ein bisschen was hört. Und du wolltest uns das sagen. Oh, du scheinst dich ja gut zu machen, dann brauchst du bestimmt bald mehr Felines. Wie? Könnt ihr schon zwei Felines oder so geben? Wenn du eine bestimmte willst, sagst du mir einfach Bescheid. Ja, machen wir nicht, weil dann kostet das Ganze was. Wir haben gelernt, dass Sachen, die kosten, kacke sind. Ich lebe mein ganzes Leben nur von kostenlosen Proben. Das hat funktioniert, bis mir meine Ärztin irgendwann mal verschrieben hat, ins Bordell zu gehen. Aber naja, gut. Wir hatten beim letzten Mal die Sammeldschungelzone gemacht. Genau deswegen, weil wir ein bisschen KB-Sachen haben wollen. Wir bräuchten auch Befango-Sachen. Da wäre Bodrobe eine gute Option. Da gibt es aber keine KBs. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder Dschungeltag. Das wäre eine Option. Da gibt es auch Velocitrom und wir brauchen Velocipreyhaut. Würde ich direkt mal schauen, wie viel wir von dem ganzen Scheiß eigentlich brauchen. Yo! Let's go! Immer einsatzbereit! The Man! Stets am Start! Nur für dich! Sowas können wir uns auch noch mitbauen, aber wir wollen erstmal die Kampfpanzer gucken. Das heißt, KB heute waren es drei Stück. Velocipreyschuppen, hier haben wir sie noch. Das Ding habe ich auch noch nicht, ne? Yes, sehr schön. Armpanzer und Hüfte sollte ich theoretisch haben. Und hierfür nochmal KB-Haut. Deswegen drei KB-Haut, zwei Befango-Felder und dann so ein paar Erdkristalle und Wetzsteine. Da können wir uns mal drauf vorbereiten. Ja, solange die hier ein bisschen ein Sonderangebot ein paar schöne Spitzhacken hat. Es wäre ja aber auch zu schön gewesen. Okay, das Problem ist, für Spitzhacken müssen wir hier richtig viel Geld ausgeben. Das bedeutet, bevor wir hier Geld ausgeben, ist das erste große Monster. Rüstung können wir uns gerade nicht weiter bauen, aber Waffen wären geiler. Standardregel, wenn das gegnerische Monster tot ist, kann es mich nicht mehr oben bringen. So, wir haben überlegt, Hammer zu spielen. Für den Zyklohammer hätten wir genau genügend Geld und könnten dann die Quest nicht mehr annehmen. Nice. Es läuft also irgendwie alles weiterhin auf Schwert und Schild hinaus, auch wenn ich nicht mehr Schwert und Schild spielen wollte. Dammit. Für Knochenwärze haben wir nicht mal genügend Geld. Schön. Schön. Eigentlich absolut nicht schön. Warum kostet denn der Hammer so viel? Einfach danach gehen, wie viel es kostet, wäre das fast der sinnvollste Hammer.
Egal, so ein Zyklohammer wäre okay. Der Hammer sollte auch noch nicht so langsam sein, dieses Spiel, dass wir das nicht hinbekommen, da was umzuboxen. Und ich kann einfach mal losprobieren. Wir könnten rein theoretisch auch so ein bisschen die Hammer bewegen. Nein, einfach erstmal, wir könnten mal gucken, was so mit googeln und so, was wir tatsächlich bräuchten, was sinnvoll wäre, was wir uns vorbereiten könnten. Das wäre schlau. Oder wir bauen einfach wild irgendwelche Dinge und hoffen, dass es Gutes bei rauskommt. Ich bin hier so Typ 2, deswegen machen wir das. Die Frage ist jetzt, ist mein Hammer ausreichend geil genug, dass wir hier ansatzweise gut durchkommen? Hey, noch ein Farbball. So, wir haben 10 Tränke im Himmel, wir haben unseren Grillspieß, wir haben noch ein bisschen rohes Fleisch. Das würde ich mal nicht kochen lassen, weil wir haben kein Geld. Schade. Sehr schade. Und wir wollten sowieso die Bray Haut mitnehmen, dann macht es keinen Sinn, die zu verkaufen, wenn ich kein Geld mehr habe. Fair fucking point. Wie viel muss ich denn ausgeben? Ich sehe es kommen. Irgendwann werde ich mal pleite gehen, ultra hardcore, und verlieren, weil ich leider kein Geld habe. Okay, da wird es drum 150. Schade, sind wir auf dem halben Preis. Es ist immer noch so dämlich, dass man eine Questgebühr zahlen muss. Oh mein Gott, unser Dorf wird demnächst vernichtet. Wir werden angegriffen von einem Lauscherlung. Nur die besten Jäger dieser Welt können uns retten. Am besten sollten alle dahin reisen, einfach nur, um uns zu retten. Du aber nicht, weil du hast kein Geld. Fick dich. Das ist wie in der ersten Welt. Genau, wie in der echten Welt. Hast kein Geld, bist halt am Arsch. So. Dann will ich mal das Geotrome-Zeug verkaufen. Ja, der war ein Possible-Sachen, wo wir Rüstung bauen konnten. Aber ich bin jetzt erstmal mit der ersten Idee der Rüstung ganz zufrieden. Und dann schauen wir mal später, was es bei den anderen noch Cooles mit gibt. Bisher haben wir noch gar nicht so viel Schaden bekommen. Ich weiß, das Jinx ist jetzt gerade wieder ziemlich hart. Wann auch immer meine Frau im Dschungel Pilz sammeln geht, taucht ein riesiger Fleischfresser auf. Ich kann sie nicht mehr alleine gehen lassen. Bitte, mach den Dschungel wieder sicher. Ich möchte wieder alleine sein. Bitte töte sie alle. Ist aber immer noch besser zu sagen, hey, ich möchte eigentlich lieber alleine sein. Töte mal bitte diverse Trome, damit meine Frau ungeschützt dahin gehen kann. Oder geschützt dahin gehen kann, ohne dass ich mitkommen muss, das ist okay. Es ist wesentlich besser als ein, ey, ich gebe diese Quest nicht auf. Vielleicht bringt ja irgendeiner dieser Welle Syndrom oder Brace meine Frau um. Oh, dann habe ich viel mehr Ruhe. Das ist schon mal sehr gut, dass das Spiel diesen Weg nicht gegangen ist. Da doch lieber ein, hey, ich will wieder chillen. Bitte geh. On that note, es ist ja Valentinstag. Wollte ich ja gerade schon eben die Geschichte anfangen. Passend zum einleitenden Witz. Zumindest für mich ist es Valentinstag, für euch ist es vielleicht noch weiter her. Und da hat die Tagesschau sich gedacht, hey, wie wär's, wenn wir einfach mal so ein bisschen, kriege ich überhaupt mit dem Hammer Kelby heute oder wäre ich jetzt die ganze Zeit nur Kelby Hörner rausbekommen? Das geht schon gut los. Das geht schon richtig gut los. God damn it. Jetzt nimm doch mal meinen großen Hammer. God damn it. So. Dankeschön. Ich brauche ein paar viele Schläge mit dem Hammer. Vielleicht ist er ein bisschen schwächer als früher. Naja, gut. Fuck. Und da das, was getitelt wurde, ist halt genau das, wie Liebe unser Verliebtsein unseren Kopf verdreht, was ich mir natürlich als seit 2 bis 3 Jahren frisch Verliebter auf jeden Fall mit anschauen musste. War sehr cool auf jeden Fall. Was da so mit dabei war, ist tatsächlich, dass Liebe im Großen und Ganzen, 1 von 3, ein bisschen wie eine Droge funktioniert, ist jetzt nicht unbedingt was Neues, manche hatten das schon mal gewusst, aber, also, ne, das ist Teil von dem, was da mit drin stand. Liebe funktioniert halbwegs wie eine Droge, das heißt, als Verliebter oder als Liebender wird man literally abhängig von der Person, die man liebt, was ein bisschen komisch klingt, aber auch so ein bisschen die Erzugsentscheidungen mit erklärt, also wenn man dann seine geliebte Person eine Weile nicht sehen kann, so wie ich jetzt meine Freundin für einen Monat im Urlaub ist. Oh, ist übrigens voll niedlich. Und um mal ganz kurz anzugeben ist falsch, um mal kurz zu schwärmen, passt mir besser. Das ist jetzt, seitdem wir uns kennengelernt haben, die längste Zeit, die wir uns nicht mehr sehen. Und sie hat mir so kleine Zettelchen im Haus verteilt, so mit ich denke an dich und ich liebe dich und so weiter und so fort, die ich jetzt so über die Monat, in dem Monat, wo sie nicht da ist, immer mal wieder finde. Es ist super niedlich, mein Herz geht jedes Mal auf, wenn ich daran denke. Den ersten habe ich in meinem Laptop gefunden, den letzten in der Mikrowelle.
Super genial. Egal, back to topic. Also, dass man so ein bisschen abhängig wird von seiner Person, die man liebt, die man sich ausgewählt hat. Du kannst gerne mitsammeln. Warum muss ich immer allen sagen, was er tun muss? Warum legt ihr allen immer auf eurer faulen Haut? Das passt nicht ganz. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und das ist eigentlich alles ganz cool und alles ganz schön. Bis man halt mal von der Person getrennt ist. Dann wird das ein bisschen ungünstig. Dann gibt es tatsächlich sowas wie Entzugsentscheidungen. Zumindest psychische ist nicht ganz so hart, wie wenn man, keine Ahnung, Ecstasy genommen hat. Weil es ist halt nicht körperlich, es ist nur psychische Entzugsentscheidungen. Aber es bleibt bei Entzugsentscheidungen. Zudem, es gibt so ein BAS, B-A-S, was irgendwie ein Feedback-System ist, was Aktionen positiv oder negativ bewerten kann. Also wenn man halt geht ein bisschen Richtung Zwangsstörung, wenn ich den Artikel richtig gelesen habe und richtig gemerkt habe. Das könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Ich habe den Artikel gezeigt oder genau den Namen werdet ihr höchstwahrscheinlich jetzt auch noch finden. Du bleibst hier. I smack that booty. Let's go. Dankeschön. Ich würde schon sagen, ich würde es jetzt nicht wieder in Luft zerteilt haben. Das wäre ziemlich mies gewesen. Gerade weil wir genau diese KB heute brauchen. Jetzt kannst du ehrlich nochmal kurz die restlichen KBs mit umbringen. Einfach nur Crowd Control. Nicht, dass das hier zu viele werden. Das wäre ja sehr schade für die Wolfspopulation, die dann auch zu groß werden würde. Außerdem brauchen wir die KB-Hörner eh für so ein bisschen uralte Tränke. Let's go. Okay. Genau. Und das heißt tatsächlich, rein logisch, also rein wissenschaftlich, was passiert, wenn man verliebt ist, ist, dass man eine Zwangsstörung entwickelt. Was dazu führt, dass man diese Person zwangsweise berühren möchte. Etwas plagiativ ausgedrückt. Das heißt, das Schönste, was ihr einer Frau sagen könnt zum Valentinstag, ist ein, ey, du, bring... Sorry. Du löst in mir eine Zwangsstörung aus. Und während ihr das sagt, fasst ihr an die Brust, weil das ist so die Zwangsstörung. So, let's fucking go. Es ist... Das ist das beste Kompliment, was ihr jemals machen könnt. Vertraut mir, es wird auch auf jeden Fall gut ankommen. Da gibt es keine andere Option. Ich habe das heute Morgen gemacht, also logischerweise ohne Brust anfassen. Ich habe nicht einfach die Brust einer anderen Person angefasst, weil mein Freund nicht da war. Zumindest nicht, während ich das irgendwo in der Aufnahme live veröffentliche. Das wäre ja dämlich. Nein, alles gut, habe ich nicht gemacht. So, die zweite Sache, wie gesagt, das ist halt... Das ist erstmal schon mal ganz witzig, so eine Zwangsstörung, dank Liebe. Die andere Sache ist natürlich noch witziger, und zwar, und auch ein bisschen positiver zu formulieren, um es actually zu sagen, bei verliebten Menschen ist es im Durchschnitt so, dass sie sich netter, mitfühlender und freundlicher gegenüber anderen verhalten. Das heißt, mit anderen Worten, könnte man rein theoretisch sagen, dass, haha, ein Megatrank einfach jetzt kombiniert wurde, die tragbare Shopfire-Promo auf jeden Fall gerade nicht, dass man rein theoretisch sagen könnte, verliebt sein macht Menschen zu besseren Menschen. Und dann ein, zwei einer Freundin zu ihr und sagen, dank dir, weil ich dich liebe, bin ich ein besserer Mensch. Das klingt doch schon mal besser. Wenn ihr jetzt noch den SZ-SCH-Fehler, den ich manchmal habe, mit Mensch und Mensch besser ausgleicht als ich, klingt es vielleicht sogar richtig gut. Ich habe nie gewusst, dass ich das falsch ausspreche und das andere nicht hinbekomme, bis ich eine Freundin hatte, die Deutschlehrerin werden möchte und mich hardcore darauf aufmerksam macht, jedes Mal, wenn ich sage. Also jedes Mal, wenn ich mit euch rede, wie also fast eigentlich immer, und Fleisch oder Fleisch sage, könnt ihr euch sicher sein, dass ich gerade darüber nachgedacht habe, ob das richtige Sch oder S war, was ich da gerade benutzt habe. Und ob das so ein kleines bisschen nervig ist, ja. In der fucking Tat. Alan. Also, ganz ehrlich, ich gönn's euch ja allen. Aber müsst ihr wirklich dauerhaft Pause machen? Was soll das denn? Wo kommen wir denn da hin? Höchstwahrscheinlich nicht zu toten Gegnern. Vielleicht ist er auch so ein kleines bisschen... Ich meine, die Aussage war, er ist vorsichtig. Vielleicht ist genau das seine Vorsichtigkeit, dass er einfach... Wenn ich keinen angreife, können die auch nicht wütend sein auf mich. Ganz easy fucking peasy. Und dann läuft das hier. Ich habe vergessen nachzuschauen, wie viele
Vanity Prey Schuppen mich tatsächlich braucht. Das ist ein bisschen belastend, muss man ganz ehrlich sagen. Also heute, ich brauche Schuppen, brauche ich gar nicht. Ich mal so Mini-Wettsteine hier lassen. Ich meine, wir werden höchstwahrscheinlich ein paar randommäßig noch mittöten. Keine Frage. Das wird höchstwahrscheinlich passieren. Bis wir unseren Velocidrome erledigt haben. Aber ob ich immer daran denke, die auszuhalten, weiß ich nicht. Ob ich dann das Richtige bekomme, weiß ich auch nicht. Ich würde einfach mal zwei mitnehmen. Viel mehr als zwei werden es nicht sein. Und die werden wir nur fast auch irgendwo anders bekommen. Ich habe gerade eh kein Geld, um mir zwei zu holen. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt noch Befangos suchen. Die sind in der 9. Rein theoretisch. Jetzt habe ich natürlich die Karte abgelegt. Es wäre ja zu schön, wenn ich wüsste, wo ich lang rennen müsste. Aber egal. So, apropos ein besserer Mensch werden. Das passiert nicht nur bei Menschen, das passiert auch bei Tieren. Oder anders, falsches Aufgreifsel von Dingen. Apropos verliebt sein, das passiert auch bei Tieren, das macht mehr Sinn. Und bei Tieren, genauso wie bei Menschen, die haben auch Balzverhalten. Das wurde jetzt in einem anderen Tagesschau-Artikel auch nochmal mit aufgegriffen. Da finde ich ein bisschen komisch formuliert, weil das eher so ein bisschen klang wie, hey, gut geschoben. Bisschen klang wie, ey, gucke mal, Menschen sind ganz anders als Tiere, aber guck mal, wie niedlich das bei Tieren auch passiert. Und als ich das so beschrieben habe, war es so, ja, aber die Pinguine, die erwarten ja immer genau dasselbe Geschenk. Da gibt es nur eins, dann muss man sich besser auswählen. So, ja, die meisten Frauen erwarten Rosen. Punkt. Oh mein Gott. Wer hätte das gedacht? Es ist auch eine gewisse Gleichheit bei Menschen mit dabei. Dass irgendwas soziale Norm ist und das dann sozial genormt auch eher geschickt werden sollte oder geschenkt werden sollte, je nachdem. Ich bin gerade noch im Urlaubsmodus, da muss man eher was schicken als was schenken. Das ist dann nämlich schick, wenn man es schickt und nicht so ungeschenk, ungelenk. Egal, genau du brauchst dir gar nicht wegzurennen, mein Freund. Auch du wirst gesmacked, all on the floor, smacked, give him some more, smacked, all on the floor, smacked, oh, oh, oh. Ich hätte nicht gedacht, dass das zeitlich so gut passt. Aber schön, bräuchten zwei Befangos. Um an das rohe Fleisch zu kommen, mein Freund, musst du zuerst durch die Haut, die wir tatsächlich brauchen würden. Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Übrigens, warum ich auch die ganze Zeit zwischen den beiden Gebieten hin und her renne, der müsste theoretisch da oben lang rennen können. Wenn er einmal hier langläuft. Ich weiß, dass der Typ hier relativ schnell durch den kompletten Wald spastelt. Und ich da vielleicht nicht ganz so schnell hinterherkomme. Deswegen warte ich einfach auf ihn, dass er hier vorbeiläuft. Und hoffe, ihn nicht zu verpassen, während wir ein bisschen Smackdead machen. Ich finde es übrigens sehr, sehr schön zu sehen, dass actually K.O.-Heit in diesem Spiel existiert. Das macht das alles so viel schöner hier. Genau. Wer Haut oder Fell? Fuck, das sollte ich actually wissen. Ich würde mal das rohe Fleisch hier lassen. Ich weiß, wir wollten das noch braten und wir haben jetzt den Grillspieß mitgenommen, aber wenn wir jetzt gerade so voll sind und das Ganze hier immer wieder nutzen, um uns auch wirklich voll zu looten, macht es, glaube ich, mehr Sinn, dass wir auch literally das Loot, wegen dem ich hier bin, mitnehmen. Hier sie respawnen nur zweimal. Nice to know. Für spätere Quests, wenn man Dinge abgeben muss. Wobei sie da wahrscheinlich viel mehr respawnen, weil fick dich, Jäger. Egal, ich würde sagen, wir winken einfach mal, da wissen wir, wo wir ungefähr lang müssen und schauen, sehen wir auch, in welche Richtung der Dude rennt. Ah. Well, that's convenient. Ach, der muss erstmal spawnen. Das macht Sinn, wir haben die Sequenz doch gar nicht gesehen. Aber warum nicht in dem Gebiet? Nee, ich bin abgebogen, ich war in dem anderen. Stimmt, genau. Am besten, wir besiegen ihn gleich hier, sind gar nicht mehr so viele Gegner mit dabei, wir können bei Erz am Ende noch sammeln. Das wird schön. Also, was haben denn Tiere so für Beizrituale? Wie gerade schon gesagt, bei einer gewissen Pinguinart, das ist voll niedlich, gibt es so ein paar kleine Balzrituale, die zu tun haben mit... Oh no, ich hoffe, keine dieser Katzen holt gleich Bomben raus. Oh no. Aber solange ich sie nicht angreife, sollen sie freundlich sein, ne? Das war zu spät. Schade. Au. Damage ist okay, aber ich habe leider gerade vorhin einmal meine erste Hilfearznei weggelegt. Das ist nicht ganz so okay. Wir greifen einfach mal die Katzen nicht an, dann sollte es hier halbwegs passen. Ich kann nicht mehr räumen, wenn ich keine Ausdauer habe. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, schade. Ich hätte schon ein Schild nehmen sollen, das wäre so viel eleganter gewesen hier. Egal, wenn er einfach einmal verwirrt ist, wird nicht mehr verwirrt sein, wenn ich nicht treffe. Fuck, die Katzen kommen.
Und all diese Katzen haben Bomben. War ein bisschen wasted, der Megadrank. Kleine Tränke reichen auch bisher. Wir haben keine kleinen Tränke mehr. Kräuter reichen auch. Bisher greifen sie scheinbar, also entweder nur euch allen an. Oder aber, also werfen sie ihre Bomben nur auf euch allen. Werdet nur ihr alle von ihnen getroffen. Ich glaube, das soll so bleiben, wenn ich sie nicht angreife. Oder sie gehen auf, sind auf allen gegangen. Sie gehen einfach auf allen! Nein! Scheiße, Alter. Ich will hier drin nicht kämpfen. Hier könnte jederzeit irgendwo eine große Fassbombe geholt werden. Da kann ich nicht über die schönen Kieselsteine reden. Jawoll! Overcop erledigt. So muss das. Ah, vorsichtig heißt, glaube ich, dass er relativ schnell sich eingräbt. Das würde Sinn ergeben. Wir haben übrigens noch nicht einmal wirklich getroffen. Bam, ins Gesicht, Mofo. Was dann nicht getroffen habe, finde ich übrigens auch ein bisschen frech. Na gut. Da werden es langsam weniger Katzen. Ist wahrscheinlich jetzt gleich hochgejagt werden. Sehr viel kleiner. Das finde ich schon mal sehr gut. Jetzt können wir kämpfen, mein Freund. Let's fucking go. So. Wie gesagt, Pinguine schöne Kieselsteine und es geben, also da kann eine sehr beliebte Pinguindame, auch schön, dass die Forscher wissen, welche Pinguindamen sehr beliebt sind, weil natürlich wissen die Forscher das, weil die das natürlich auch einfach aus persönlichem Interesse entscheiden können. Egal, hinterfragen wir das nicht. Besonders beliebte Pinguine bekommen da bis zu 60 kleine Kieselsteinchen. Und der mit dem schönsten Kieselsteinchen bekommt dann seine Braut sozusagen. Das ist so ein bisschen harmlos, wenn auch sehr witzig. Alles ein bisschen belastend. Ich glaube fast, die Kräuter können am ehesten weg. Das ist ein bisschen schade, aber die kann ich halt anpflanzen. Das war mein letzter Kräuter. Wir können ein Kraut kaufen und das dann anpflanzen. Und dagegen ist kein Kraut gewachsen. Okay, hier geht es jetzt endlich, dass wir ein bisschen Ausdauer regenerieren können, während wir unsere Waffen schwingen. Sehr, sehr schön. Okay, genau. Was es noch so gibt, ist, es gibt Dance-Offs. Es gibt literally Tanz-Battle zwischen verschiedenen Vögelarten oder bei einer Vogelart. Die haben eine Arena, so beschrieben, in der sich die Vögel treffen und mit schnellen oder langsamen Tänzen gegeneinander antreten. Und das beste Männchen kriegt dann halt die Vogeldamen, die sich ringsrum ansammeln und diesem Dance-Battle zuschauen. Und ich wäre so gern ein Vogel. Also ohne Scheiß ist das genial. Nice Greicher. Velocity Prey Haut. Schön, schön, schön. Das hätte ich gern noch. Jawohl. Wir haben, glaube ich, gerade Kraut bekommen. Sehr, sehr schön. Und wir haben 50 Cent zu wenig, um die beiden Rüstungsteile zu kaufen. Schade. Aber egal, wir können erstmal anfangen, besser haben als hätten. Wir verlieren zwar damit unser gut, göttlichen Schutz haben wir schon verloren. Wir verlieren jetzt noch unser Kalt-Heiß-Abwehr. Aber komm, come on, come on. Das ist okay. Heißgetränke können wir auch durchaus mitnehmen. Das wird mich jetzt nicht umbringen. Deshalb ist gejinxt, oder? Jo. Jo. Schön, dass du mir dazu stimmst, dass ich gejinxt habe. Dankeschön. Die Dance-Offs sind super genial und super cool. Ja, es war Fell und wir haben nicht genug. Und hier haben wir jetzt aber wirklich gesammelt. Ich muss noch abbauen. Stimmt. Da war ja was. Schade. Aber gut, wir haben eh jetzt Zeit zum Abbauen. Alles gut. Zumindest haben wir bis auf Bulfango die wichtigsten Dinge schon mal mit dabei. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Wir haben noch gute Anzahl von Kämpfen vor uns, vor Quests vor uns, wo wir wirklich entspannt nochmal so ein bisschen. Aber ich habe auch Geld für den scheiß alten Spitzhacken ausgegeben, um sie dann nicht zu benutzen. Aber wir haben noch genügend Zeit, um jetzt hier irgendwo, wer sei es in der Farm, sei es irgendwo anders, um die Punkte zu bekommen. Feldrein plus 2, let's go. Du bist gut erhalten. Neue Kleidung für Specki. Wer ist Specki? Ich habe noch gar keinen Specki bei mir. Aber schön, dass ich jetzt neue Kleidung für ein Schwein habe, was ich nicht mal besitze. Warum habe ich Kleidung für ein Babyschwein, wenn ich kein Babyschwein habe? Was ist das für ein Fetisch? God fucking damn it. Nice to know, dass wir Specki-Kleidung bekommen und ein Specki zu haben. Ich hoffe sehr, dass nie irgendjemand für mich den Spitznamen Specki wählt. Das wäre sehr schade für die Person. Ich habe einen dicken, fetten Hammer und ich weiß ihn einzusetzen. 110 Z, actually richtig gut zum Verkaufen. Kraftsamen sind ein bisschen besser, ich weiß, aber ne? Ist ein Anfang. So, Kräuter da rein. Wir haben 30 Panzersamen. Da
können wir mal chillen und ein bisschen Kräuter ankurbeln, weil wir davon nämlich gar keine haben momentan. Dafür ja Tränke, die ich verschwenden kann. Deswegen alles gut, guter Anfang. So, etwas mieser ist die Balz bei manchen Spinnenarten. Also wie ihr vielleicht wisst, es gibt Insekten, die ihren Partner bei der Balz oder besser gesagt beim Geschlechtsverkehr. Nennt man es Geschlechtsverkehr, wenn sie... Doch, sind trotzdem Geschlechtsteile, ne? Aber es gibt ja auch Tiere, die sind gut, aber selbst Tiere, die amorph sind... Warte, ist amorph richtig? Keine Ahnung. Die ihr Geschlecht wechseln können. Auch die haben ja Geschlechtsteile. Und die wechseln das ja, indem sie Geschlechtsteil ändern. Das heißt, Geschlechtsteil ist korrekt. Ich bin kein Biologe. Ich weiß das nicht. Nennen wir es Geschlechtsteil. Und dann, wenn wir es Geschlechtsteil nennen, hat es auch einen Geschlechtsverkehr. So, wenn Insekten Geschlechtsverkehr haben, zum Beispiel Gottesanbeterin, da ist so diese große Gottesanbeterin und der große Gottesanbeter und die haben so, ne? Und dann denkt sich so die Gottesanbeterin, ja, ist schon cool, aber wie wär's mit einem Snack? Und während er hier so macht, macht sie so und... Biologie für Kinder, leicht erklärt. Aber ja, Skala von 1 bis 10 habe ich mich gerade Bullshit gefühlt und sehr cringy. So, und danke für die Nachfrage. Was haben wir da als nächstes? Egal. Und bei Spinnen oder bei einer Spinnenart ist das wohl genauso, dass die... Wir brauchen wohl Trommelsachen. Dass die losgehen und sich denken, boah, Alter, ich will eigentlich heute nicht gefressen werden. Und es wäre schon sehr cool, wenn wir mehr als einmal Kinder machen könnten. Oder nach dem Sex einfach mal kuscheln ist nicht drin, weil dann wäre ich aufgegessen. Schade. Aber wie wäre es mit, keine Ahnung, Leben? Und deswegen bringen manche Spinnen, spinnen sie in ihr Netz vor dem Sex. Obviously. Vielleicht auch währenddessen, weil sie merken, sie haben es vergessen. Das wäre auch irgendwo von allem, was stereotypisch vertreten wird, sehr typisch Mann. Wenn man einfach losgehen würde und so, oh ja, ich habe das Salz vergessen. Ich hole mal noch kurz so während des Sex. Ja, fuck, ich werde gleich gegessen. Libelle, komm mal her. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Andererseits wären dann Männer zu multitasking fähig und stereotypisch geht das nicht. Also, vielleicht machen sie es doch davor. Wobei, sie haben 8 Augen. Können sie auch eins nutzen, um nach Opfern Ausschau zu halten, würde ich jetzt mal ganz spontan vermuten. Egal, I digress. wir kommen hart vom Thema ab. Exakt, wir wollten, genau. Und das heißt, die Spinnen höchstwahrscheinlich vor dem Geschlechtsverkehr. Andere Tiere, also im Besonderen Libellen oder aber auch irgendwelche größeren Insekten, also kleiner als Libelle, größer als Fliege, mit in ihr Netz mit ein, die dann sozusagen gegessen werden können, während sie nicht gegessen werden. Wunderbarer Deal sozusagen. Ich bin noch ein bisschen Kälte beendet. Kälte beendet niedrig. Also ich bibbere schon so ein bisschen, aber halt nicht viel. Ich bibbere nur so ein kleines bisschen, weil es hier echt kalt ist. Also das ist doch in Ordnung. Gut, das heißt, Plan ist, wir bauen jetzt erstmal so hart wie es geht erstmal alles ab. Damit wir hoffentlich die Erdkristalle bekommen. Und ja, wir brauchen auch Wetzsteine, die kriegen wir theoretisch ja auch noch mit. Honig holen wir uns mit, weil wir uns immer Honig holen sollten. Wir haben jetzt das erste Mal Megatränke gemacht, das hätte man viel eher machen können. Naja, gut. Außerdem gibt es Gebirgskräuter für extra Punkte, dass wir uns die Rüstung auch bauen können. Easy fucking peasy. So, wie gesagt, Erdkristalle wären ganz geil, Honig sind super. Und dann ein Wolfango-Fell. Und dann sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet, weil notfalls kann ich mir die Wetzsteine auch kaufen. Das wird schon irgendwie. Genau. Und das heißt, er verfüttert sozusagen in der Hoffnung selbst zu überleben einfach anderes Essen an die Spinne, was auch so. Ich meine, das ganze Konzept macht halbwegs Sinn. Im Sinne von, hey, ich werde jetzt höchstwahrscheinlich, wenn du nicht ganz so inkompetent bist, die Kinder bekommen, denkt sich das Weibchen. Und die brauchen Nährstoffe. Und ich habe Hunger. Und mehr Gründe braucht es ja vielleicht auch einfach gar nicht. Also ich habe gerade da einen Drachenältesten übersehen. Sieh an, ach ja, ein Schlemmthunfisch. Oh, nice. Alles klar. Lootbox öffnen. Ah, nein. Das war nicht Schlemmthunfisch. Ich dachte, bei Schlemmthunfisch kann man ab und zu auch Loot bekommen. Kleine Knochenhülse. Okay, wollen wir tauschen? Ich habe da eine kleine Knochenhülse im Inventar. Grüner Samen. Ja, okay. Ich komme mal kurz auf Augenhöhe. Wie war das? Okay, sorry.
Man sollte niemals bei einer kleinen Person sagen, ich komme auf Augenhöhe, während man sich runterhockt. Das mögen die nicht. Meine erste Freundin war so, ist immer noch, damit es nicht falsch rüberkommt. Meine erste Freundin ist immer noch so klein, dass sie auf manchen Achterbahnen nicht mitfahren darf. So, I know what I'm speaking of. Sozusagen. Warum gehe ich immer wieder ins Englische? Das macht eigentlich keinen Sinn. Machalitz macht viel mehr Sinn, dann bleibt das einmal her. Deswegen, ist immer noch, macht mehr, also ist schöner als war, weil war wäre harte Pädophilia-Vibes gewesen. Und das muss vielleicht nicht unbedingt sein. Sagte ich, wurde von der Westport gestochen. Naja, wunderbar. Wir haben echt kein Glück mit den Erdkristallen. Es kann natürlich sein, dass die Erdkristalle irgendwo special zu finden sind und nicht hier. Das müsst ihr dann mal nachgucken. Aber ist okay, solange wir Befangofell bekommen, den Rest werden wir mit der Zeit irgendwo herkriegen. Also ja, wir brauchen noch sehr viele Erdkristalle. Ich würde dann auch oben nochmal suchen gehen. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, warum es in diesem alten Drachenskelett Erdkristalle geben wird. Oder sollte es ist irgendwie die genaue Gegenrichtung. Ah, ey, was soll's. Let's go. Genau. Balzverhalten, was gab's noch? Ach ja, das ist der Standard. Das war jetzt nicht in dem Artikel mit drin, das weiß ich von woanders, aber Tintenfische oder Oktopusse. Ich glaube, es sind Oktopusse. Oktopusse, ich glaube, die hatten auch das Problem, dass sie, ich weiß nicht, ob sie von der Frau gegessen werden, aber auf jeden Fall, aus irgendeinem Grund haben sie evolutionär keinen Bock auf Sex. Höchstwahrscheinlich, weil irgendwas nicht cooles dabei passiert. Übrigens bist du einfach nur ein Bultrome ohne Bullfangos. Du bist nur ein harter Einzelgänger. Damage ist okay. Ich mag die neue Rüstung. Die ist not bad. Ich glaube, wir hätten die erste Mal Monster auch mit der Mafu-Mofu. Mit der Mofo-Rüstung machen können. Fuck, okay. Ich habe so lange nicht mehr gegen Bullfango gekämpft. Ich habe keine Ahnung, wie er geht. Das ist ein bisschen ungünstig. Wir sind gerade echt niedrig. Das ist schon wieder nicht so gut. Die Katze hilft sehr. Die Frage ist, ob wir mit Waffe wegrennen können. Warum block ich denn ab bei ihm? Das erste Mal! Ihr alle habt mich gerade in einer Bombe getroffen. Das erste Mal in diesem Let's Play. Oh, ist das nicht toll. Freut euch. Bombenhaft tolle Stimmung. Und direkt vergraben. Ja, geh dich auch vergraben und schäm dich. So sieht's aus. Das kommt gleich. Okay, Damage ist wirklich okay, wenn man knapp umgerannt wird. Außer habe ich das Gefühl, dass ich jetzt auf der Karte eine weiße Fleck sehe. Bilde ich mir das ein oder ist das tatsächlich so? Jawohl! Dankeschön! Genau darauf hatte ich gerade gehofft, weil sonst wären wir hart umgerannt worden. Und das muss vielleicht nicht sein. Aber am Kopf prallen wir ab, ne? Ja, das sieht gut aus. Gut, wir boxen auch eine kleine Schnauze. Egal. Oktopusse haben keinen Bock auf Sex. Woher weiß man das? Weil der männliche Oktopus seinen Penis rausreißt und auf die Frau wirft und dann wegschwimmt. Ja, das ist das wortwörtlichste, ach fick dich selbst, was es im Tierreich gibt, soweit ich weiß. Das ist 10 von 10, einfach genial. Ich danke euch allen für diese wunderschöne Bombe, die ihr hier geworfen habt. Ich wüsste nicht, was ich ohne dieses Bömmchen hätte tun sollen. Okay, die kriegen wir jetzt eh gleich ein bisschen mehr. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil wir brauchen auf jeden Fall das Fell von dem Bultrome oder dem Bullfango da hinten noch. Da wäre das Mini-Wettstein auch äußerst besser gewesen. Wir können den dreimal aushäuten. Okay. Oh, Riesenknochen gibt's von ihm. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganzen Schüsse noch mitnehme. Ich habe mich inzwischen ein bisschen vom Bogen verabschiedet. Wie gesagt, ich bin ein bisschen Vorrat aufgenommen, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich spiele auf jeden Fall Bogen, wechsle ich vielleicht nochmal. Aber wir haben die Rüstung jetzt eh schon für Nahkampf ausgelegt, deswegen ist vielleicht jetzt auf Bodenwechsel nicht ganz so die beste Option. Aber da bringt es halt nichts, die ganzen Schüsse noch mitzunehmen. Ja, für Basarius und sowas hätten wir dann welche, weil es kann sein, dass ich dafür nochmal die Waffe wechseln werde. Einfach weil es entspannter ist im Großen und Ganzen. Das wird knapp. Ich höre die Musik schon. Fuck! Kriege ich das Item jetzt noch oder kriege ich das nicht? Eine Frage, die wir endlich mal beantworten können. Das frage ich mich schon seit Ewigkeiten, ob man die Items, die man da ausgräbt, wow, noch mitbekommt oder nicht. Okay, wir haben das einzige Ding anders. Wir waren wegen drei Sachen hier.
Fakten, was nicht so viel sind. Wir haben zwei Sachen hier und haben beide nicht bekommen. So eine Scheiße. Ja, wir haben Wertscheine bekommen, die hätte ich auch kaufen können. Warum sind da eigentlich immer zwei Herzchen neben diesem Bulldrome? Wer dachte sich, als er so wissenschaftlich angefangen hat, dieses Schwein zu zeichnen, dachte ich, boah, diese geile Sau, da kommen noch ein paar Herzchen mit dazu. Ah, ich liebe den Bulldrome, so ein Bull ist richtig geil. War wahrscheinlich Minas, so, oder die Frau von Minas. Die Frau von Minas, höchstwahrscheinlich die Frau von Minas. Von allem, was ich so aus griechischer Mythologie weiß. Römischer? Griechischer? Aus der damaligen Mythologie so weiß. So, machen wir es einfach so neutral wie irgendwie möglich, dann passt das schon. Okay, wir haben auf jeden Fall hier keine Bulldrome-Sachen mit dabei. Also, Bull-Fango-Sachen mit dabei. Das spricht ein bisschen dafür, dass wir nichts bekommen haben. Und wir haben auch hier nur noch ein Fell. Also hat das nichts gebracht. Schön, dass wir genau deswegen die Bulldrome getan haben, nur um jetzt nichts davon mitgenommen zu haben. Hey, fucking ho. Aber es gibt mir wieder eine Option, weiter hier abzubauen, Erdkristalle zu kriegen, was immer noch die beste Option ist für Erdkristalle. Also gucken wir mal, wie wir jetzt easy ein Erdkristall bekommen. I'm feeling lucky. Das ist keiner. Das ist ein Stein. Ja, ja. Aber das ist nochmal ein Erdkristall. Ah, schade. Schade. Da habe ich meinen Luck zu viel gezerrt, sozusagen. Aber das erste Mal war schon nice. Das war easy fucking peasy. Mit Ankündigung. Ja, man darf nicht zu viel wollen. Dann geht's in die Hose. Wie beim Daumen drücken, ne? Ich drücke für dich die Daumen, aber nicht zu fest, weil dann geht's in die Hose. Ich musste auch ungefähr 22 werden, bis ich verstanden habe, dass das Wort wirklich gemeint ist. Es gibt so viele Dinge, die mir meine Familie im Scherz erzählt hat, als Flachwitz erzählt hat, und wo ich später herausgefunden habe, oh, das war nur ein Witz. Das war gar nicht ernst gemeint. Zum Beispiel bin ich immer noch der Meinung gewesen, und das benutze ich immer noch regelmäßig, dass man normalerweise regelmäßig sagt, da, wenn man am Strand liegt und dann aufsteht und halt in jeder Falte und jeder Ritze irgendwie Sand hat, auch an Falten und Ritzen, die man vorher gar nicht kannte, dass man dann sagt, hey, ich habe Sand im Getriebe. Und das habe ich genauso mal zu meinen Freunden gesagt. Und die gucken mich alle an so, was? Also, dann sagt man doch so, das sagt man überhaupt nicht so. Sand im Getriebe heißt, irgendwas funktioniert nicht. So, was? So habe ich das noch nie benutzt. Was soll das für ein Scheiß? Yes, und so lerne ich irgendwann mal, dass meine Familie mich komisch erzogen hat. Und das vielleicht der Grund ist, warum ich niemals wirklich richtig sprechen kann. Schade. Aber passiert halt. So, wir können auch einfach in ein Gebiet gehen, wo, keine Ahnung, mehr als ein Bulfango lebt, den ich erst nach dem Töten des Hauptmonsters umbringe. Nur so eine spontane Idee. 20 Gear-Brace, wenn wir vielleicht das Geodrome-Zeug brauchen, ansonsten macht das nicht viel Sinn. Blangos, nicht Bulfangos. Schade, lebt wieder nur einer. Es gibt hier überall nur einen, ne? Dschungelnacht, ja okay, Verzitrome gibt's auch nur eine. Befangus sind Mangelware. Was okay ist, das muss sich nicht ändern. Ich erinnere mich an den Gypsoros Monster Hunter Freedom. Das muss sich wirklich nicht ändern. Das kann sehr gern so bleiben. Ich glaube, bin zum Angeln müssen wir tatsächlich machen. Aber dann würde ich nochmal auf den Schneeberg gehen und Geodrome. Ah, 20 Geodrome, ganz ehrlich. Mach mal nicht, das ist viel zu beschissen. Viel zu viele. Wir können mal gucken, was wir brauchen, um unseren Hammer noch weiter aufzubessern. Ich bin sehr zufrieden mit dem Hammer momentan. Nicht unbedingt mit meinem Art des Spielens. Aber K.O. hauen ist schon scheiße geil. Und dann halt, so viel Damage ist echt not bad. Wir haben gerade vom Bulldrome einen Riesenknochen bekommen. Wenn ich noch einen kriege, könnten wir uns den Atlas-Hammer bauen, der halt schon richtig reinhämmert rein, theoretisch. Dann brauche ich noch 10 Monsterknochen S. Und die werden wir doch wohl irgendwo bekommen können. Ich bin ein bisschen verwirrt, dass ich noch keinen einzigen Monsterknochen S habe. Gut, haben wir auch noch nie wirklich gesammelt. Vielleicht auch schon ein paar Mal weggeworfen. Das heißt, ich will einfach mal probieren, den Bulldrome zu machen. Und dann wissen wir, ob wir das hinkriegen oder nicht. Der war ja, der war gerade ein bisschen gefährlich. Habe ich mitbekommen, dass er Damage gemacht hat. Keine Frage. Aber ganz ehrlich, so hart war dran gepilzt. Holen wir uns den. 400 Z ist echt viel. Das ist ein bisschen kacke. Aber wir könnten uns einen uralten Trank mit dem brauen, soweit ich weiß. Und das wäre schon wieder ziemlich geil. Das Problem ist halt auch,
Vielleicht finde ich auch eher einen. Und 400 Sets sind gerade echt viel. Noch brauche ich ihn halt nicht. Vielleicht, wenn ich ihn brauche, gibt es den nicht. Das kann sehr gut sein. Das ist leider sehr häufig so in Monster Hunter. Aber es müsste ich ihn eh mit auf die Quest nehmen. Das wäre auch ein bisschen kacke. Also, let's go. Das muss dann vielleicht nicht sein. Können wir irgendwann mal eher gucken. So. Bei Nacht. Ach, ist das nicht romantisch. Übrigens, was ich wirklich mal mitbekommen wollen würde. Ihr seht da hinten schon so ein bisschen die Aurora Borealis. Also die Polarlichter. Das wäre mal richtig cool zu sehen. Ein bisschen schade, dass ich nicht mehr so gut kann, da an die richtige Stelle zu springen. Egal. Die Aurora Borealis. Ich glaube, das würde richtig, richtig schön echt aussehen. Ich habe natürlich, wie eigentlich jeder Mensch auf diesem Planeten, schon richtig viele Bilder davon gesehen. Aber genauso wie die meisten Menschen geht es mir so wie allen. Allen hat die nämlich auch noch nicht in echt gesehen. Immer nur diese Projektion hier oben, was echt ein bisschen kacke ist. Ja, wir auch mal in echt sehen. Ob ich jemals aufhören werde, mit allens Namen Witze zu machen. Ich will gerade ein Wort, was mit allen Falls machen, aber egal. Das lassen wir einfach mal. Das ist vielleicht besser so. Nein, also das will ich auf jeden Fall mal sehen wollen. Ich meine, es gibt jetzt schon ab und zu Sonnenstürme, die so stark sind, dass man das tatsächlich auch schon in der nördlichen Hemisphäre relativ niedrig sehen kann. Wie jetzt nicht sagen, ich glaube im Norden Deutschlands konnte man es schon mal beobachten. Aber einfach mal so wirklich da nach oben, keine Ahnung, nach Norwegen. Nach Norwegen wie sowieso nochmal. Ich mag ja kalt sehr. Ich mag kalt tatsächlich wirklich sehr. Viel lieber als warm, was auch voll Sinn macht. Weil ganz ehrlich, wenn dir kalt ist, ziehst du mehr an. Ja, wenn du einmal durchgefroren bist, ist wirklich kacke. Das ist definitiv kein Bullfango. Und ich fühle mich hart verarscht vom Spiel. Ja, es macht Sinn, dass sie hier den Bulldrome gegen einen kleinen Blango austauschen. Weil du musst ja 5 Blangos töten. Aber ich fühle mich trotzdem hart verarscht. Ich weiß nicht, ob ich jemals diesen einen letzten Lock mitfinden werde oder nicht. Ich werde einfach den Rest des Lebens einfach Pech haben. Schade. Schade. Dann war es das halt. Dann machen wir uns die Rüstung halt nicht, brauchst du was anderes da. Fucking damit, wegen einmal Fell. Egal. Wir müssen auf jeden Fall einmal den Bulldrome zuerst suchen, weil Riesenknochen gehen trotzdem vor. Ich komme gleich wieder. Das Problem ist, wenn ich euch jetzt unboxe, habe ich Angst, dass ich aus Versehen den Haupttypen noch mit nicht schnell genug töten kann. Nein! Oh, Swiggity Smoothie. Coming for the police. Swiggity Smoothie. Er swiggelt halt echt geil. Ich verstehe die Herzchen, will ich damit nur sagen. Ich verstehe sie wirklich. Vielleicht muss ich mein erstes Kind auch Mino nennen. Wer weiß. Mino ist auch ein schöner Name. Mino ist ein wirklich sehr schöner Name. Der ist ein bisschen minutiös ausgesucht. Und vielleicht will ich ein bisschen Minose nennen, was er nicht cool finden würde. Alter, das Umrennen macht mir die Hälfte des Lebens. Knapp. Das ist ein bisschen schade. Wir müssen näher ran. Das war's. Genau. Näher ran war ich safer. Ich erinnere mich, könnte das allen mal nicht egal sein, gegen wen wir hier kämpfen. Ich weiß, es ist nicht allen ein bisschen egal, aber hey, ein paar Bomben wären schön und nicht nur ein Schäden da hinten in der Ecke. Was soll. Er hat sich noch nicht mal gesehen. Und ich will auch, dass es so bleibt. Mounts. Okay, I guess. Dann halt nicht. So, danke für die wunderbare Unterstützung. So, ne, lang genug einfach nicht getroffen werden. Im Gegensatz zu euch allen. Kann ich das recht gut? Sagt er und wurde umgerannt. Oh mein Gott, Allen, er ging auf dich. Ach, das gefällt auch wieder allen, ne? Ja, ich glaube, vorsichtig heißt, dass er einfach echt schnell im Boden versinkt. Was ein bisschen schade ist, aber das kommt auch relativ schnell wieder. Vielleicht ist er da im Endeffekt relativ häufig da. Du bist ein bisschen wütend, wie es aussieht. Ich habe dir doch gar nichts getan. Also wirklich nicht mal im Ansatz. Ich habe dich ein paar Mal geschlagen. Aber hey. Schweine geben das beste Schnitzelfleisch ab. Also, so. Das stimmt nicht ganz. Aber geben gutes Schnitzelfleisch ab. Ich finde persönlich trotzdem nur noch Hütchen und Brot ist ein bisschen besser. Allein schon für die Umwelt nehme ich die lieber. Aber nichtsdestotrotz, für ein gutes Schnitzel muss man auch einfach mal das Fleisch ein bisschen mit dem Schnitzelklopfer verhauen. Und so sieht es dann halt auch für dich aus. Das war auf 10 Ebenen dämlich. Das hätte ich nicht tun sollen.
Excuse moi. Machen wir es mal ganz kurz richtig. Erstmal voll heilen. Kurz warten, bis der losgerannt ist. Jetzt sich umgerannt hätte. Jetzt können wir reingehen. Wir sind immer noch in Ultra Hardcore. Ich darf immer noch nicht sterben. Hat aber. Das ist wie die Katze, die losrennt, wenn du eine Gurke gegen sie, neben sie legst. Einfach Hardcore erschreckt. So, da ist eine Mauer und da ist mein großer Hammer komplett an dir vorbeigeflogen, weil ich leider noch den Schritt gewagt habe. Wie kann ich. Du bist eh tot. Oh. Ich wusste nicht, dass Alans Bombe so gut ihn umwerfen kann. Not bad, Alan. Not bad. Uns auf ihn Alan zu nennen, dann funktioniert. Allen guten Dinge sind drei nicht mehr so gut. Ich die Worte jetzt nicht mehr so schön hin. Wenn ich ihn actually Alan nenne. So, lass uns ein bisschen beeilen, weil ne Befango-Zeug ist immer noch. Oder ne Blango-Zeug ist auch okay. Bisschen wieder. Wir brauchen immer noch Monsterknochen S übrigens für die Waffe. Die können wir rein theoretisch in Wald und Hügeln ziemlich gut sammeln. Hier vielleicht auch. Wenn wir darüber nachdenken, in dem Gebiet unten, wo die ganzen Gearprays rumlaufen, könnten rein theoretisch auch ein paar rumliegen, oder? Wir müssen da eh nochmal hin, um ein bisschen Materialien abzubauen. Das sind wir auch noch hier, um ein bisschen Erdkristalle zu sammeln. Ich bin mit der Arbeitsmoral von allen nicht ganz einverstanden. Muss ich als Chef hier einfach mal so sagen. Es wäre wirklich cooler, wenn ihr nicht die ganze Zeit nicht da wärt und auch einfach mal ein bisschen mehr arbeiten würdet. Also, immer wenn ich zu euch gucke, sabotiert ihr mich entweder mit einer Bombe oder aber rennt halt von mir weg. Oder chillt in der Ecke, ohne dass euch irgendjemand sehen kann. Aber ich sehe das. Ich habe euch einen GPS-Tracker in die Hose gesteckt. Betet, dass es die Hose ist. Also... Ich weiß nicht, was er versucht damit zu erreichen, aber es funktioniert auf jeden Fall nicht. Okay, gibt es noch irgendwo anders Stellen, wo wir rein theoretisch Monsterknochen S bekommen könnten? Ich meine, wir brauchen 10 Stück. Das sind relativ viele. Wir könnten theoretisch so kleine Monsterjagd-Quests machen. Dort sollte es rein theoretisch auch ein paar geben. Der Drachenälteste für euch in die Richtung könnte rein theoretisch welche mit dabei haben. Und ja, von kleinen Monstern kann man sie bekommen. Probier das doch mal. Ja, ich weiß. Hätte ich gedacht, dass Monsterknochen S kriegen so schwierig ist. Ich finde das voll witzig. Wenn man so vorher Monster of Freedom gespielt hat, ist Monster of Freedom Unite. Also ich meine, wir sind jetzt in der dritten Folge und haben heute das erste Mal slightly bigger Monsters bekämpft. Ja, also regelmäßig, die nicht eine dringende Quest waren oder so. Okay, hier können wir leider nur die Eier mitnehmen, ne? Rätselknochen. Never fucking mind. Genau hier gibt's Knochen. Wunderbar. Ich dachte immer, dass es hier irgendwie nicht nur Knochenzeug gibt, sondern auch so ein bisschen... Genau, sowas zum Tragen. Aber scheinbar genau die Knochen, die ich will, gibt es nicht. Dies sind nicht die Knochen, die ihr sucht. Schade. Ich möchte jetzt übrigens nicht von kleinen Gear Brace zusammengeschlagen werden. Danke für die Nachfrage, es muss nicht sein. So wichtig sind mir die Knochen dann jetzt gerade. Doch nicht. Ich glaube, wir haben auch nochmal Sammeln in Wald und Hügeln. Theoretisch könnten wir da auch einfach hingehen und die sammeln. So. Notfalls ist das der Start in den nächsten Part. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Okay, schön. Es hat auch irgendwann eine Kurve, wie es ansteigt, keine Frage. Aber ich glaube, es ist auch der Grund, warum Ultra Hardcore hier beim ersten Mal richtig gut funktioniert hat und auf Anhieb geklappt hat. Weil ich halt einfach echt viel Zeit habe, um mich auszuruhen. Wir sind nicht euch allen. Wir sind nicht so wie ihr allen. Nein, wir ruhen uns nicht aus. Wir trainieren sinnvoll, sagt er und schlagt zweimal weit ins Licht. Also solange man sich nicht allzu doof anstellt... Und genau mit sowas regelmäßig Damage bekommt. Ich würde sie tatsächlich einfach einmal umbringen, weil ich habe nur noch Half-Life und ne, man kriegt nicht viel Schaden, aber einmal in irgendeiner miesen Kombi gechained werden, Dinge, die halt nicht passieren dürfen, wäre halt kacke. So, damit ist Unite wahrscheinlich ein gutes Stückchen leichter als Freedom, was jetzt auch keine Neuigkeit für die meisten Leute ist. Muss man aber immer wieder gesagt haben, weil in so einer Situation fällt es halt auch einfach auf. Und ich, nichtsdestotrotz, ich sage nicht, dass es ein schlechtes ist, weil. Ganz ehrlich, das ist wesentlich einsteigerfreundlicher als Quest Level 3, You're Dead. Weil es ist, ja, ein Kuckuck ist halt auch auf beiden auf Quest Level 2. So,
Punkt. Es hat einfach nur zu mir ein Kuku, hast du drei andere Monster, die du auch noch machen könntest, bevor du gegen ihn ran musst. Was das Ganze theoretisch bis Einsteiger freundlicher macht. Ja, ist aber noch nicht perfekt. Einsteiger super machbar. Zum Beispiel, ich habe ja bei meinem ersten Mal Einsteigen in Monster Hunter 4 Unite einfach aufgehört bei mir an Kutku, weil ich mit Bogen gespielt habe, nicht viel Schaden gemacht habe, viel Schaden bekommen habe und dann halt gespielt und dann gemerkt, oh fuck, gucke mal, ich mache gar nicht mehr so viel Schaden. Und ich dachte ja noch, dass das, ich komme nicht hoch, ne, das lohnt sich gar nicht dahin zu gehen. Ich dachte da ja noch, dass dass das Rotwerden vom Kongalala im Gesicht eigentlich nur bedeutet, dass er da Schmerzen hat, dass er eine Platzwunde am Kopf hat. Ich habe mich voll cool gefühlt. Und auf einmal ist sie wieder geheilt. Und ist so, dreimal habe ich diese scheiß Platzwunde jetzt schon gemacht und der ist immer noch nicht tot. Da habe ich die Quest abgebrochen. Weil ich mir dachte, bringt eh nichts. Da habe ich das noch ein paar Mal gegen Kongadala und Jan Kuko probiert, immer wieder im Abwechseln und es halt nie geschafft und immer abgebrochen, weil ich dachte, okay, die heilen halt wieder. Was soll ich hier? Da sollte ich da halt nichts. Und irgendwann, zwei, drei Jahre später, im Skilager war das, kann ich noch genau dran erinnern, haben die Leute auf einmal Monster Hunter 4 Unite gespielt. Also ein bisschen im Skilager drüber geredet und dann nach dem Skilager halt in der Schule gespielt. Das hat eine echt lange Hochphase bei uns tatsächlich, das Spiel, was eigentlich voll cool war. Wir haben es in der Pause noch mitgespielt. Oh, stimmt! Das kann ich kaum noch erinnern, aber so ab und zu, Ukan Lost in der Pause. Das war schon ziemlich cool. War nicht häufig, aber war ein paar Mal. War eine gute Überschneidung, wo ich es noch gespielt habe und andere Leute es gespielt haben. Und dann habe ich natürlich ein bisschen erzählt, wie ich es gespielt habe. Ein bisschen aufgenommen, es hat den Hype wieder ein bisschen hochgebracht. Das war eigentlich schon ganz cool. Nicht so, dass wir es jedes Mal gemacht haben. Yu-Gi-Oh! Haben wir relativ häufig gespielt in der Pause. Das haben wir viel häufiger gemacht. Egal. Ich schweife schon wieder ab. Auf jeden Fall haben wir da ein bisschen, was ich sagen wollte. Wow. Toll. In der Schule gespielt. Wir haben da ein bisschen was gefangen. Wir haben Dinge geklaut. Wir haben Dinge gemacht. Genau. Und die haben mir da erzählt, nee, das ist nicht Platzwunde am Kopf. Das ist wirklich einfach nur, der ist wütend. Dann wird er wieder nicht wütend. Das musst du so dreimal machen, dann wäre er tot. Dann habe ich mal wieder probiert und irgendwie in 15 Minuten geschafft. Nachdem ich zwei Jahre nicht gespielt habe. Das ist so, wow. Nice. Hätte ich zweimal mehr drauf geschossen, wäre er tot gewesen. Nice to know. Und da habe ich das Spiel durchgespielt. Durchgesuchtet und seitdem spiele ich es. Ich liebe das Spiel. Ich liebe das Spiel einfach. Es ist wirklich cool. Einfach ein gutes Spiel. Ich muss einfach mal so sagen, wie es ist. So, dann scheiße mal ganz kurz bis auf die Panzersamen. Ich habe gehört, das hilft. Und dann öffnen wir mal unseren Pepe. Irgendwas drin in dieser Öffnung. Ja, noch mehr Kacke. Sehr gut. Schön. Dann haben wir leider, wie gesagt, nicht das bekommen, was wir bekommen wollten. Das ist ein bisschen schade. Wir haben ein paar Wetzsteine. Ja, Erdkristalle halt eben nicht. Wir haben die Befangohaut nicht. Aber die Hausiererin wird jetzt genau diese drei Dinge verkaufen. Hätte ja klar. Monsterknochen S. 10 Stück wären 1000 Z. Die haben wir. Die haben wir easy. Wir haben gerade richtig hart Geld. Das ist nicht richtig Hartgeld. Wir haben halt 2300. Das reicht dafür und um die Waffe zu verbessern. Das wäre fast doch lieber als. Das ist mir in keinster Weise lieber als die Rüstung. Aber es ist ein guter Ersatz für die Rüstung. Damit hätten wir nämlich jetzt hier. Wir haben den Riesenknochen nicht bekommen. Fuck. Wir haben bestimmt noch von anderen Sachen bekommen können, oder? Ist noch irgendwo eine Bultrome? War das der letzte Bultrome? So wie das letzte Zweihorn sozusagen? Was haben wir gemacht? Hier gibt es nicht, das haben wir gemacht. Ich glaube, Kongalala kann die noch mitgeben. Ja, schade. Aber wir haben die Monsterknochen essen. Mensch, haben wir noch zumindest ein was bekommen heute. Ist das nicht toll? Ja, das ist nicht toll. Fuck. Aber gut. Von mir aus. Dann sind wir so weit, wie wir momentan kommen wollten. Wir haben Schuldtränke gespart. Alles gut gemacht. Wir haben inzwischen ziemlich viele Beruhigungsbomben. Das beruhigt mich, falls meine Fangquest kommt. Und dann bedanke ich mich für das Zuschauen. Ich würde mal ein bisschen nachgoogeln, wo wir Riesenknochen herbekommen, was wir da alles machen müssen und welcher Hammer eigentlich sinnvoll ist, wenn wir jetzt wirklich Hammer spielen wollen, um das Blocken nicht machen zu können.
War schon ein bisschen gefährlich gegen Bulldrome, das sehe ich ein, aber das wird ja auch nicht besser in Zukunft. Und damit adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören.